Ist wieder verkackt. Eieieiei. Wer erwischt jetzt hier einen beim Pissen oder so, ey. Muss mir auch vorstellen. Du liegst da mit deiner Tarnung im Rasen. Und dann kommt einer vorbei und muss unbedingt mal strullern. Und du liegst genau an der Ecke. Heli im Anflug auf 6031. Nicht aufhören. Er ist in die Fresse. Du hast hier ein richtiges Talent, Dias. Beschütze ihn. Stell dir vor. Ich könnte den Kerl in der Mitte als Köder nehmen. Die Granate in seinem Gürtel ist eine ideale Falle. Hier ist 3-2. Habe Ziel unversehrt erreicht. 3-1 ist auch in Position, nah an der Bucht der Hauptanlage. Was sagt das magische Auge am Himmel? Noch kein Käufer in Sicht. Meinst du, unser Bananenrepublikaner hat kalte Füße bekommen? Das bezweifle ich. Vielleicht ziert er sich nur. Der Knabe ist echt heiß drauf, in Abu Sayyafs Dienstringen aufzusteigen. Er wird auftauchen. Wir müssen nur abwarten. Alle Razor-Einheiten. Wir sehen ein Fahrzeug von Westen auf die Hotelanlage zukommen. Zivile Limousine. Ankunftszeit in circa 20 Minuten. Es geht los. Macht euch bereit. Anderson, wir sind auf einem Felsen etwa 100 Meter vom Boot entfernt. Kannst du uns sehen? Roger, ich sehe dich. An alle Einheiten. Zwei Kerle auf dem Steg, zwei an den Scheinwerfern auf der Yacht. Ich sehe sie. Mach einen Gegner auf dem Stegblatt, wenn er aus dem Licht ist. Das Blumenbeet tarnt die Körper und der Sturm übertönt den Schuss. Verstanden. Bereit. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. Du nimmst den linken. Razor 3-2, wir stehen bereit für deinen Einsatz. Es war einfach viel zu leicht. So weit, so gut. Erst die Spotter, dann die Lichter. Roger, ich bin dran. Schuss. Voll ins Ziel. Habe verstanden. Sauberer Schuss. Razor, Vorsicht, mein Nachzügler ist gerade auf das Hauptdeck gesprungen. Lass ihn nicht in die Nähe der Leichen kommen. Mach ihn alle, bevor er jemanden alarmiert. Oh. Abschuss bestätigt. Sauber. Klar, wir nähern uns dem Boot. Patrouille beobachtet den Strand. Gute Nacht. Der Obere muss zuerst weg. Jetzt den zweiten anvisieren. Guter Schuss. Die haben ein Date am Steg. Feuer auf den Glatzkopf. Ich nehme seinen Freund vor. Bereich ist frei. Feindliches Fahrzeug nähert sich aus Südwesten. Cole, schießt die Lichter am Steg aus, damit sie die Leichen nicht sehen. Guter Schuss. Jetzt den zweiten anpeilen. Abwarten und Tetra, gute Arbeit. Okay, die verteilen sich. Sauber. Ein Achtel, diese Felsen. Du kannst ihn unauffällig ausschalten.
Abschuss bestätigt. Soldat am Wagen ist das nächste Ziel. Guter Schuss. Der letzte am Strand. Alle weg. Ein Okay von uns. Verstanden. Trupp rückt an. Uniform. Was ist der Status für die Villa? Die Anlage wimmelt nur so von Feinden. Ein direkter Angriff wird nicht empfohlen. Wir haben neben dem Laubengang etwas identifiziert, das wie ein Hauptschaltkasten aussieht. Kannst du den ausstellen, Anderson? Das Nachtsichtgerät wird 3-1 von Vorteil sein. Klingt gut. Eure Sache Unterstützung. Direktor Treffer und Lichter aus. Warte auf dein Kommando, Razor 3-2. Vielleicht solltest du auf Nachtsicht schalten. Verdammt! Dranbleiben, vorwärts! Los, los, los! Du kannst vorrücken. Gute Arbeit. Weiter jetzt. Uniform Razor 3-3. Wir nähern uns dem Zielort. Komm. Roger. Wir können wie geplant fortfahren. Sicht auf das russische Hauptziel. HVT kommt. Moment mal, ist das... Das ist Merinov. Was zum... Was macht Merinov hier? Unser Freund hat sich wohl hochgearbeitet. Du wusstest davon? Dachte mir's. Vor einer Weile hörte ich das Gerücht, dass Merinov als Rusti im illegalen Waffenhandel aufgetaucht sei. Als ich hörte, dass so ein unbekannter Russe eine gestohlene B-Waffe verkauft, musste ich sofort an ihn denken. Ich töte ihn, Diaz. So Gott mir helfe. Du meinst, wir werden ihn töten, Captain. Warum habe ich dich wohl persönlich für diese Mission angefordert? Irgendwas stimmt nicht. Sie wissen, dass wir hier sind. Alle Teams, los! Ist erledigt. Komm, ins rechte Seite. Bin soweit. Feindlicher Scharfschütze! Von wo schießt er? Keller, ich kann ihn nicht sehen. In Deckung! Los, los, los! Halt um! Leg ihn um! Hab ihn! Falt links! Erwischt! Dranbleiben! Vorwärts! Dispatch, wir haben ein Problem. Diaz und Nichols werden uns im Lager gebracht. Wenn ich jetzt nicht schieße, könnten sie draufgehen. Negativ, Anderson.
dann werden wir wieder die verdammte biologische Waffe verlieren. Ich lasse nicht zu, dass unter meinem Befehl so ein Fehler passiert. Sie müssen Merinov um jeden Preis abfangen. Unsere Männer werden wohl in die gleiche Richtung gebracht. Damit sie nicht sterben, sollten sie sich jetzt bewegen. Verstanden? Verstanden, Sir.